Ja, leider, leider, leider. Sie ist gerissen, die Mini-Erfolgsserie des FC Sachsen-Leipzig. 3 Spiele und Niederlage standen auf der Habenseite. Sogar das Pokal-Halbfinale haben sie erreicht. Und das trotz der Insolvenz, das ist wirklich aller Ehren wert. Doch gestern gab es in Hamburg eine 0-4-Klatsche für die Leutscher. Eine deftige Pleite an der Alster, die auch Sachsen-Coach Dirk Heine nicht schönreden wollte. Ja, da gibt es noch nichts dran zu deuteln an der Niederlage. Also Hamburg war klar überlegen. Und das von Anfang an. Den in Weinrot-Weiß spielenden Leipzigern merkte man die schweren Beine im dritten Spiel innerhalb einer Woche an. Bereits in der 11. Minute das 1:0 für den HSV durch Kazior. Wovon sich die mitgereisten Sachsen-Fans unter den knapp 500 Zuschauern noch nicht die Laune verderben ließen. Nach dem Seitenwechsel aber kam es knüppeldick für die Gäste. Ein kapitaler Stockfehler von Ante Balic ermöglichte Şahin das 2:0. Spätestens da war der Leutscher Widerstand gebrochen. Den anstrengenden Pokalfight in Chemnitz noch in den Knochen hatten die Leipziger dem HSV-Angriffswirbel nichts mehr entgegenzusetzen. Das 3:0 durch Toron in der 78. Minute für das Team von Dirk Heine konnte es nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Was allerdings nicht ganz gelang. 5 Minuten vor Schluss spazierte erneut Şahin völlig ungehindert durch die Sachsenabwehr. Nach dem Pokalhöhenflug waren Saft und kraftlose Leutscher im Regionalliga-Alltag unsanft gelandet. Nach 120 Minuten da auf dem tiefen Boden in Chemnitz spielst, ne, und da mit Mann und Maus verteidige ich es auch, weil wir haben davor auch 2 Tage vorher gespielt. Ich denke, das ist ganz normal, dass man da bei unserem dünnen Kader den Moment haben, dass man da ein bisschen Allerlass hat. Aber das ist keine Entschuldigung. Trotzdem, da mussten wir einfach in die Zweikämpfe gehen, viel, viel entschlossener. Und das war heute ein großer Murks. Für die Sachsen heißt es jetzt, die leeren Akkus wieder aufzuladen, denn am nächsten Sonnabend geht es nach Magdeburg. Babelsberg gegen Chemnitz 3:1 gerade gesehen. Hansa Rostock 2 gegen Lübeck 1:1. Morgen das Spiel Plauen gegen Magdeburg. Die Bilder sehen Sie in MDR aktuell ab 19.30 Uhr. In der Tabelle da oben Holstein Kiel 4 Punkte vor Halle, Magdeburg 5 Punkte hinter Babelsberg. Und dann gucken wir auf den Chemnitzer FC. Und da sehen wir, Abstiegsränge sind nach wie vor rot, Platz 11. Aber gerade mal 4 Punkte Vorsprung vor dem VfC Plauen und Sachsen-Leipzig nach der Klatsche von gestern weiter ganz da unten drin auf Tabellenplatz 17.